So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 Universe, die letzte Ausgabe vor Payback. Mann, das wird ein Pay-Per-View. Ich freue mich drauf und ich bin hier allein. Ich habe den guten Maurice bei mir. Hallo. Guten Tag. Warum stellst du den nicht einfach mal vor? Wie alt bist du? Woher kommst du? Wie lange schaust du Wrestling? Und was du sonst noch loswerden möchtest? Here we go. Also, ich bin Maurice. Ich komme aus Niedersachsen und also aus einer kleinen Stadt namens Westerstede. Also, ihr kennt wahrscheinlich nicht jeder von euch. Ich gucke Wrestling, habe ich das erste Mal geguckt mit meinem Cousin. Das war, glaube ich, 2005, glaube ich. Damals war mein Lieblings-Superstar immer noch der Undertaker, auf jeden Fall. Den fand ich cool. Cool, und eine Smackdown-Ausgabe steht an und ihr im Chat, die live zu schauen und nicht auf YouTube später, habt entschieden, welches Match wir uns angucken werden. Und zwar Brock Lesnar gegen Triple H. Das wird ein Match, oder Maurice? Auf jeden Fall, also das gefällt mir richtig gut. Ich hoffe natürlich, das wird ein spannendes Match und natürlich auch ein actiongeladenes Match. Ja, auch. So, und dann gucken wir erstmal uns die anderen Matches kurz an, hier von wegen, von wegen, wie welches Match ausgehen wird. Darren Young gegen Jey Uso, was meinst du, wer sich den Sieg holt? Ich würde sagen Jey Uso. Ich sag Darren Young, der hat gerade so Momentum, wir erinnern uns an den Sieg, hier im Triple Threat Match. Gucken wir mal, Fiek, und du hast recht, ich sag nichts. Ich habe noch kein Bild. Du hast noch kein Bild? Du hast einen guten Punkt dagelassen, hier, bitteschön. Sieht sehr schön aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Warte kurz. Ein bisschen leiser. Jetzt müsste wieder klappen. Xavier Woods gegen Tyson Kidd? Da denke ich, Tyson Kidd wird gewinnen. Ich sag Xavier Woods. Und diesmal liege ich richtig. Jawohl. So, das gucken wir uns gleich an. Tyson O'Neill gegen Achouf. Da sage ich Tyson O'Neill. Ja, das würde ich auch sagen, wegen seiner Kraft. Ja, wir liegen richtig. Daniel Bryan gegen Big Show. Da sage ich, dass der Underdog Daniel Bryan sich hier den Sieg holt. Da würde ich auch sagen, durch seine athletischen Fähigkeiten denkt er, dass er das Match gewinnen wird. Oh, wir liegen falsch. Na. Okay. So, dann gucken wir uns Brock Lesnar Triple H an zum x-ten Mal. Beziehungsweise nicht im Let's Play, aber das Match gab es ja schon so einige Male. Wie fandest du denn die ganzen Matches, die die beiden in der Vergangenheit hatten? Also ich fand sie richtig gut. Also von daher aus, ich hoffe natürlich, dass es diesmal wieder so gut wird, wie immer. Ich muss ja sagen, ich war von den Matches... Die beiden hatten, nicht wirklich überzeugt, fand's meistens eher langweilig. Ich meine immer die ganze Story von wegen mit dem Kimura-Lock den Arm brechen und so. Weiß ich nicht. Naja, das ist ja jedem sich selbst überlassen. Ja, aber ich bin allgemein eher so der Typ, der die Main-Events so gerne guckt. Ich kenne das, wenn ich irgendwie Raw gucke oder so, schlafe ich meistens bei den Main-Events ein oder so. Ja, das ist bei mir auch manchmal so. Na, passiert. Was meinst du denn, wer sich hier den Sieg holen wird in diesem Smackdown-Match? Also ich hoffe Brock Lesnar, und zwar durch seine Triple Powerbomb und einem F5 hinterher. Meinst du? Ja, die Triple Powerbomb. Also natürlich als effektiv erwiesen in den letzten Smackdown-Ausgaben, die wir hatten. Brock Lesnar irgendwie eher bei Smackdown aktiv hier im Universe Let's Play, oder? Ja, also auf jeden Fall. Also bei Raw habe ich ihn, glaube ich, nicht so oft gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ungewöhnlich, geht er im Prinzip zurück zu seinen Wurzeln, ist natürlich damals debütiert bei SmackDown an der Seite von Paul Heyman und hatte da Glück, dass Paul Heyman damals kreative Kontrolle hatte und dementsprechend profitiert er aktuell in der WWE davon, dass er Paul Heyman als Manager hat. So ein gutes Sprachrohr ist natürlich nie verkehrt, oder? Ja, auf jeden Fall, er kann ja gut argumentieren, der Paul Heyman, und für mich ist er eigentlich ein richtig guter Manager. Paul Heyman macht ja immer nicht, wenn man ihn als Manager bezeichnet. Er will immer als Berater oder als Vertreter bezeichnet werden, The Advocate. Und sagt er immer, ja, er sagt, er sieht sich nicht als Manager an. Ja, aber er ist ja ein Manager von daher aus. Ja, aber er meint, er hat mal irgendwie begründet, warum er nicht Manager ist und so weiter und dass er sich nicht vergleichen möchte mit Bobby Heenan und so. Aber das soll sicherlich die Rolle spielen. Wir gucken auf dieses Match hier und sind gespannt, wie dieses Aufeinandertreffen der Titanen, dieser Legenden fast schon im Ring, ausgehen wird, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh. Brock Lesnar jetzt hier. Fallaway Slam. Und da sieht man nochmal diese geballte Kraft, dieses Beast Incarnate überhaupt besitzt. Und, ein wunderschöner DDT von Triple H. Ja, zieht es in den Ring mit Nidro. Ich sag's immer wieder gerne. Nicht schön, aber effektiv, so ein Knee-Drop. Natürlich sehr schmerzhaft für den Gegner.
so ein Knee Drop, so ein Knie ins Gesicht zu bekommen, ist natürlich nicht immer das Schönste, würde ich sagen. Und nicht einfach nur das Knie ins Gesicht, sondern auch noch das ganze Gewicht vom Körper liegt denn ja auf dem Kopf im Prinzip, ne? Ja, das muss man schon aushalten können, aber dafür sind sie ja trainiert, dass sie sowas aushalten können. Und dann gibt es hier nochmal diesen German Suplex von Brock Lesnar. Hast du gezählt, wie viele German Suplexes wir in diesem Match schon gesehen haben? Ich meine, das war jetzt der zweite. Okay, und ich glaube, Brock Lesnar wollte gerade irgendwie German oder sowas ansetzen. Jetzt gibt's aber so eine Art Finisher, ja? Signature Battle. Oh! Oh, ist das etwa der F5? Scheißsache! F5. Und ich denke, damit ist das Match auch beendet. Ah, too bad, da kommt er nochmal raus, sag ich. One. Zwei. Two. Three. Da ist das Match auch direkt schon beendet. Das war ja sehr schnell. Tatsache, Brock Lesnar zeigt, wie dominant und krass er ist. Triple H irgendwie nicht so auf Erfolgstour. Ich erinnere da an seine Fehde mit Bad News Barrett wegen der Continental Championship und so. Ja. Und Brock Lesnar, der Sahnchen nur ab bei SmackDown. Aber wirklich. Ja, der Sieg, der holt einen Sieg nach. Immer nacheinander holt er den Siege heraus. Ja. Mein Gott, und dann morgen geht's direkt schon weiter mit Payback für euch auf YouTube. 17 Uhr, wie gesagt. Und dann sind wir mal gespannt, vielleicht wird ja Brock Lesnar auch eine Rolle spielen, man weiß es nicht. Anything can happen in WWE 2K15 NXT TakeOver Universe Let's Play. Ne? So sagst du, so heißt es doch immer, oder? Ja, richtig. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, auch wenn es nur eine kurze Ausgabe war. Kannst dich ja bei Brock Lesnar bedanken. Danke, Brock Lesnar, die kurze Ausgabe. Bitte, Maurice, dass du dabei gewesen bist. Du hast ja keinen YouTube-Kanal, hast du gesagt, ne? Nee. Schade. Hätte ich uns verlinkt. Hast du denn sonst einen Kanal, wo du mit kommentierst oder so? Nee, eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich mache ich bald einen Kanal auf. Ja. Name weiß ich noch nicht und was rauskommt, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein paar, vielleicht auch Wrestling-Games oder vielleicht auch was anderes. Ich weiß es noch nicht. Ja, dann sag mir Bescheid, wenn du was hast und dann kann ich ja noch nachträglich in die Videobeschreibung packen. Okay. Alles klar. Gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch hier auf YouTube. Bis dahin. Blog aus wäre cool. Daumen hoch wäre auch sehr cool. Euer Franz, euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.